Hallo und herzlich willkommen bei eurem General Ricky. Wir spielen hier ein 2 vs. 2. Euer Ricky spielt gemeinsam mit Mistress 91, aka Chris. Grüß dich, Chris. Hallöchen. Chris, welche Fraktion spielst du? Ich spiele Korea mit den Black Eagles. Okay, ich spiele, wie man unschwer erkennen kann, mit Yuri. Und wir beide haben eine schwere Nuss zu knacken. Denn wir beide spielen gegen Installateur und Rider. Welche zwei Fraktionen hatten die? Weiß das noch jemand? Ich glaube Libyen und Großbritannien, wenn ich mich recht erinnere. Oh. Also Sprengwagen und Sniper, richtig? Yep. Okidoki, Baby. Dann würde ich sagen, let's rock. Ich kann auch bei dir bauen, geil. Das ist mega. So. Weißt du was? Wir müssen wirklich ganz, ganz schnell expandieren. Das sage ich dir so, wie es ist. Ja. Wir müssen so, super schnell expandieren. Und dann sofort, ich bitte dich auch ganz schnell, das Aufdeckzentrum zu bauen. Weil ich muss sehen, was abgeht. Wir müssen sehen, wo hier Ölfördertürme und so weiter stehen. Denn die müssen wir ganz, ganz schnell erobern. Aber ganz, ganz schnell. Klar, ich ziehe die Technik sofort hoch. Mega. Brauche erstmal ein bisschen Defense. Bin schon wieder pleite. Ich bin schon wieder pleite, meine Lieben. Go, 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 go. Brauchen erstmal noch einen Sammler. So, dann deck mal ein bisschen auf hier. Bei der Installateur und der Rider sind nämlich zwei extremst starke Gegner, die wir jetzt hier haben. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir gegen den Strich rasiert werden. Das möchte ich euch nur einfach mal so anteasern. Wir spielen mit 7 Minuten Cooldown. Und alle, die jetzt hier am Start sind, haben sich einen Timer gestellt. Das heißt, jeder weiß, wann die Zeit um ist. Und dann werden wir förmlich angebrüllt im Chat. Denn dann wissen wir, dass der Insta sofort angreifen wird. Wer möchte in die Geschichte dieses Livestreams eingehen? Eins in den Chat. Das ist aber fies. Brauchen schnell einen Panzer. Wird gebaut. Ich hole mir gleich mal ein paar Truppen, dann kann ich nämlich Schüler immer wieder vom Himmel regnen lassen. Das wäre fantastisch. Und da oben ist wo was zum Einnehmen, wo du hinrennst. Der Aldi ist live im Stream mit dabei, am Mitfiebern. Notfallplan ist am Mitfiebern. Zauberfee. Kaishi auch noch mit am Start. Haben V3 gefunden, mega. Mach hier mal die Brücke kaputt. Erstmal müssen wir unten einnehmen. Go, go, go. So, wir brauchen. Ja, mega. Sehr, sehr gut. Ist hier oben was zum Einnehmen? Da oben ist eine Kiste. Snacken wir direkt mal weg. Dann brauchen wir schon mal ein paar Panzer, weil der Insta wird gleich mit einer riesen Armee ankommen. Sehr gut. Spitze. Wir haben begrenzte Superwaffen an. Oder kann man nur eine bauen? Es geht in RA geht immer nur eine. Okay, okay. So, der Gliedenabling steht. Fantastisch. Gebäude besetzt. Schleifer neue Bauoptionen. Geht vollen Schub. Wird die gebaut. Jagd hat begonnen. Bringen Sie mich zur Front. So. Bringen Sie mich zur Front. Es sind noch weitere Tech-Gebäude. Wir müssen gucken. Ah, hast du was eingenommen. Das gefällt mir. Das ist sehr, sehr schmackhaft. Wird gebaut. Insta hat schon. Wo ist die Schlacht? Gebt vollen Schub. Einheit bereit. Hat schon eine riesen Armee, ne? Ja. Ja, wir müssen den abwehren. Gebt vollen Schub.
Bringen Sie mich zur Chronosphäre entdeckt. Chronosphäre hat er schon gebaut. Okay. Ja, ich zwei Chronosphären. Du hast eine Chronosphäre und der Rider, oder? Ist gerade nicht. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Ah, das ist schon richtig fies, die Chronosphäre. Ich versuche wieder einen Chrono-Angriff. Ja, gerne. Wird gebaut. Oh, eine abgeschottete Insel. Ja gut, befördert. Einmal beförderter Juri-Sammler, so gefällt mir das. Wir werden sie durchlöchern. Die Jagd hat begonnen. Verstärkung bereit. Wir müssen uns ausbreiten. Wir brauchen definitiv. Ziel auswählen. Brauchen wir. Bau doch dort, wo du die eingenommen hast. Ziel auswählen. Mach ich auch gleich. Bau doch da eine Raff hin, mein Lieber. Ja, mach ich auch, mach ich auch. Bau abgeschlossen. Mach ich jetzt auch. Einheit bereit. Komm, fahren wir ein Stück weiter runter, go, 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 go. Verarbeitung wird verlegt. Herzabbau ist nichts für Waschlappen. Dark Socke und viele weitere Locorinos sind hier am Start. Ja, da hat er nämlich schon zwei Raffs stehen. Ja, und die haben Schattengenerator und da haben sie eine vorgeschobene Basis mit einer Chronos. Wer war denn Sowjets? Sowjet ist Insta, oder? Okay. Na, die werden die reinporten. Wer ist denn Sowjet? Einheit bereit. Schleifer bereit. Ist Sowjet Insta? Nein, Insta ist rot. Insta hat die Chronosphäre, glaube ich. Alles klaro. Einheit bereit. Wird gebaut. Läufe gekühlt und feuerbereit. Horizont. Einheit bereit. Ich bin für diesen Job geboren. Wo ist die Schlacht? Unterwegs. Ja, mein Ziel ist es natürlich, den dann hier unten rauszunehmen, das ist ganz klar. Muss nur schauen, ob wir das hinkriegen. Es sind zwei Spulen hingebaut. So, die Brücken habe ich kaputt, das ist okay. Wie viele Minuten haben wir denn noch, bis es losgeht? Bau abgeschlossen. Ich habe tatsächlich keine Uhr. Wird gebaut. So, die Chronosphäre ist nämlich gleich bereit. Einheit bereit. Es geht bald los. Ziel auswählen. Wir werden sie durchlöchern. Die Jagd hat begonnen. Bringen Sie mich zur Front. Wann ist denn alles aufgedeckt? Ich sehe gar nicht alles aufgedeckt. Du hast direkt alles aufgedeckt, ich nicht. Ja, das ist hier nicht so. Ah, das ist natürlich Mumpitz. Ach, schieß. Jetzt kommt sie. Unten rechts, unten rechts, unten rechts, unten rechts. Was? Wo? 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 Einheit verloren. Okay. Unser Verbündeter wird angegriffen. Einheit befördert. Okay. Einheit bereit. Wir haben sie abgewehrt. Haben sie abgewehrt und jetzt snacke ich seine Chronosphäre gleich mal raus. Baumaterial wird verlegt. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Wird ausgebildet. Einheit bereit. An meine Chronosphäre. Jetzt kommt er, deine Öldinger. Ja, ich hab da keine Verteidigung. Einheit bereit. Okay. Ich schick meine Kurzmal Panzer nach vorne. Einheit befördert. Einheit verloren. Hab ihn rausgenommen. Aber mein MBF kommt da nicht mehr, kommt da nicht so einfach dran. Ich hab's nämlich auf den Schiff abgeschafft. Jetzt geh ich auf seine Sammler. Komm, bring mir Support, Alter. Supporte, ich geh voll rein jetzt. Ich brauch Support. Wo sind deine Einheiten, Baby? Komm. Aber sie sind langsam, das sind Prisma-Panzer, die haben leider. Mach mit Alarm. Ich hab seine Chronosphäre raus. Okay, gut. Einheit verloren. Ein Sammler rausgesnackt. Meister Juri. Einheit verloren. Einheit bereit. So. Einsatz hier nicht möglich. Wird gebaut. Ziel auswählen. Einheit bereit. Sehr gut. Jawohl. Rein da. Perfekt. Schön all in gehen. Einheit verloren. Hervorragend.
Machst du sehr gut, klasse. Ich supporte dich. Ich bin da. Ich habe dreimal beförderte Schleifer. Genau, und schön reinlasern. Hervorragend. Jawohl, und ich supporte dich. Ich beschütze dich. Und baller rein, baller rein. Sehr gut, hervorragend. So, spitze. Machst du mega. Warte einen Moment, ich muss eben kurz was aufstellen. Mach mal. Einen Augenblick. Brauchen wir ein neues Labor. Ich kann keine Prisma-Panzer mehr bauen. Einsatz hier nicht möglich. Bin hinter dir. Juris Panzerbrecher, bringen Sie mich zur Front. Ja, bau erstmal Grizzlies. Ja, bau mal in Ruhe, alles gut. Ich deck hier gerade mal ein bisschen was auf. Haben wir sehr gut gekontert. Und wir haben so viel Damage gemacht. Wir haben Rot, haben wir rausgenommen. Nichts mehr. Aber die haben noch eine getarnte Basis. Doch, hier oben ist noch eine Basis. Hier oben rechts. Hier oben rechts ist ein Mega-Stützpunkt vom Insta. Ja. Und, Dings ist da auch. Links ist da auch. Das stimmt, ja. Jo, da ist eine richtig große Basis drin. Du kannst da von unten hochballern. Gucke mal. Schau mal, hier unten hochballern. Wie verrückt. Wo? Hier dich hinstellen und hoch. Ah, bitte meine Panzer. Hier hochballern, mein Lieber. Ja, ich bin so. Unten werde ich angegriffen. Ja. Das sind nur Rekruten, alles gut. Ach da, ich sehe. Okay. Ich habe ein paar Panzer hingeschickt. Und noch ein paar Leute. So, sollte passen. Die wehren wir ab. Ja. Jetzt kommt er mit seinen... Vorsicht, oben. Sein Grizzlies. Gut, die machen Rückzug. Wir haben ihn nämlich richtig schön Damage gemacht. Ich gehe auf den Psycho-Dominator, gehe ich. Snacke jetzt hier seine Basis raus. Ich gehe jetzt auf seine Sammler hier. Jetzt machen wir nämlich auf seine Ökonomie. Guck mal, die sammeln hier lachend. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Sehr schön. Vorsicht, da unten ist noch eine Tesla-Spule. Ja, und nehme ich alles raus jetzt. Ich nehme jetzt den kompletten Stützpunkt raus. Okay. Wir müssen Damage machen. Wir müssen richtig Alarm machen. Ja, sehr schön. Die Türme nehmen wir ein. Nicht zerstören. Nicht zerstören. Ja, ich hab's gemerkt. Die nehme ich. Hab abgebrochen. Okay. So. Jetzt kommen sie mit Snipern, er snipet hier oben alles weg. Ja, Vorsicht! Da kommen Fallschirmspringer bei uns in der Basis. Bei uns? Wurden bei uns? Ja, bei uns, bei mir oben. Aber ich hab sie. Ich hab sie. Gut. Achtung, er kommt, er hat Bock. Ich hab ein Kraftwerk verloren, aber ist noch alles okay. So. Ja, ich weiß, es gibt schon viele Grizzlies hat er, viele Grizzlies, sehr, sehr viele Grizzlies. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier ein bisschen mehr Kohle rankriege. Ich habe zu wenig Sammler. So, ich brauche jetzt erstmal zwei Ingis hier für die Raffs hier. So, hier tun wir erstmal seine Sammler unter Druck setzen. Das lasse ich mir nämlich nicht gefallen, was ich hier sehe. Hier wird nicht mehr gesammelt. Nee. Ich mache hier richtig Alarm. Oben links bin ich richtig am Alarm machen. Jetzt wollen sie mich. Verstärkung kommt. Ja, wir bleiben cool. Verstärkung ist auf dem Weg. Gesammelt. Meine Armee wird jetzt erstmal komplett auseinandergebatzt. Ja, keine Sorge.
Die kriegt gleich Verstärkung. Attacke! Abgewehrt, sehr schön gespielt, hammermäßig, gut gemacht. Ja. Pass auf, deine beförderten Tesla-Dinger, sie stehen da ganz alleine, ihr Prisma. Ja. Packe jetzt meinen anderen Panzer. Kann eben meine Raffiner aufbauen. So. Was war hier gerade? Ich habe jetzt gleich meinen Psychodominator fertig. Da sind ein paar Fallschirmspringer wieder bei dir an deinen Sammlern dran. Vorsicht! Vorsicht, die kommen! Deine Armee! Ah ja, ich seh's. Okay. Rocketeers bei uns im Lager. Sind, glaube ich, feindliche, oder? Nee, das sind meine, gut. Die Rocketeers gehören mir. Nein, du kommst hier nicht durch, mein Freund. Du kommst ja, hier sehr gut, durch. Sehr gut. Ich komm hoch, ich bin unterwegs. Snack die weg. Ich hab seine Prismas, alles niedergerungen, perfekt. Sehr schön, super gemacht. Und jetzt unter Druck setzen. Da kommen die Nächsten. Cool bleiben. Mein Psychodominator setze ich bei deinen Dingens hin. Einheit bereit. Okay, mach mal. Neuer Sammelpunkt eingerichtet. Schleifer bereit. Bringen Sie mich zur Front. Ich liebe den Schleifer bereit. Vollen Schub. Da kommen noch 4 Prisma-Panzer. Schleifer bereit. Einheit bereit. Aufgebaut. Holen wir sie ein Stück näher ran. Spulen werden vorgewärmt. Geben Sie die Richtung vor. Wir werden sie durchlöchern. Jetzt kommen sie mit Flugzeugen. Wir brauchen Anti-Air, ganz, ganz schnell. Einheit bereit. Ja, Meister Juri. Einheit befördert. Geschütz bereit für Automatikfeuer. Schnell ist die Schlacht. Die kommen einfach durchgeflogen. Einheit bereit. Ich nehme die Basis von denen raus. Ich bin in der Basis drin mit 3 beförderten Pistols. Sehr geil, mega machst du das. Pass auf, die kommen zu deinem Bauhof links. Links oben brauchst du was Luftabwehrmäßiges. Was, wo? Ja, ich seh's. Magnetron in Bereitschaft. Shit, ich kann keine Luft. Warte. Ich hab was. Bin unterwegs. Rocketeers sind auf dem Weg. Ja, schön. Er haut ab. Wir folgen dem Weg. Einheit verloren. Die Luftmesse war Verstärkung bereit. Gehen wir mal mit den Geschützen auf Sprint. Komm ich denn da rüber gar nicht, oder was? Nein, das ist eine Insel. Das ist eine abgetrennte Insel. Alles klar, nicht schlimm. Dann nehme ich jetzt hier oben alles auseinander. Ich bin drin in seinen Stützpunkt. Ja, mein Bauch ist weg. Ich bin drin in seinem Stützpunkt. Okay, gut. Ich noch Einheiten? Ja. Ich kann noch das machen und so. Okay. Mein Bauch ist tot, aber ich kann noch produzieren. Ich darf jetzt nur nichts mehr verlieren. Aber ich kann keinen Bauch mehr bauen. Nicht schlimm, wir haben sie. Okay, gut. Okay, das sieht gut aus. Das macht ihr nicht. Aber die haben noch. Einen Spieler haben wir schon mal. Insta haben wir besiegt. Gut abgewehrt, klasse gemacht. Super. Perfekt. Wird ausgebildet. Mein Bauhof lebt. So, da kommen nämlich noch ein Sammler. Nehme ich mir direkt mal vor. Okay, jetzt brauche ich erstmal eine Werkstatt, dass ich einen zweiten Bauhof bauen kann. Das passiert mir jetzt nochmal. Gebt vollen Schub. Bringen Sie mich zur Front. Einheit bereit. Irgendwas muss mir da fehlen. Ich kann gar nicht Dingens bauen. Ja, hier oben ist noch eine Basis drin. Die nehme ich jetzt raus. Ah, so sieht das aus hier. Und das Atomkraftwerk. Sehr schön. Ja, ich hab den Knall gehört.
Und boah, rein da. Da kommt eine riesen Horde Rhinos. Wo denn? In der Mitte. Gut, bin unterwegs. Das ist seine letzte Luft ist das. Die nehmen wir ihn jetzt. Komm, wir ringen ihn nieder. Hervorragend, ja, solide abgewehrt. Klasse. Er hat noch eine Basis hat er noch. Grandios. Psychodominator ist bereit. GG. Werdet eins mit Juri. GG. Nichts mehr kontrolliert, nicht die kleinste. Haben wir rasiert, hä? Wir gehen hoch. Guten Abend. Guten Abend. Haben wir rasiert, hä? Ja, ich glaube, mit der Chronosphäre war ein falscher Move. Wir haben zu viele Einheiten alle raus. Ach, auch ohne die Chronosphäre hätten wir euch überrannt. Keine Sorge. Ey, ihr habt geil gespielt, aber wir haben auch gut gespielt, oder? War das High-Intensity-Gameplay? Sagt mal ehrlich, ja. Chat, was sagt ihr? Chichi, wenn euch das Match gefallen hat. Das war doch crazy. Boah, ich war auch richtig angespannt. Ich wollte das Ding gewinnen, ne? Das hat man auch gemerkt. Ja. Ich habe ich zu Chris gesagt, hier, blablabla. Ich bin manchmal gar nicht mehr mit meiner Posse da. Scheiße. Mega. Ich spiele ja eigentlich, dieses extreme Angriffsspiel, was wir da zwischenzeitlich gemacht haben, das ist ja eigentlich gar nicht so meine Spielweise. Ja, ja. Ich spiele ja eher so, nee. So hinten rum und ein bisschen mit ein paar Tricks spielen und frontal. So weiter. Ja, und, oh, Alter, das waren krasse Match, krasse Kämpfe, ey, Halleluja. Das war echt krass. Immer vor, ich hab gerade ein bisschen Panik geschoben, kann das sein, wo ich mit den falschen Springen reingekommen bin. Ja, ja, ich muss ja abwehren. Ich hatte auch Belagerungshubschrauber und die hätte fast meinen Wurf erwischt. Aber der hat mit einem Echtspiel überlebt. Aber wenn der weg gewesen wäre, aber da war Ricky schon so weit in der Basis drin, da war nichts mehr zu holen, glaube ich, aber... Ja. Uff. Puff. GG.